Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Veranstaltung Klimakatastrophe trifft Wald, was jetzt zu tun ist. Auf Einladung von Martin Häusling, dem Europaabgeordneten der Grünen, agrarpolitischer Sprecher der Grünen und Mitglied im Umweltausschuss. Mein Name ist Klaus-Henning Roth. Ich unterstütze Martin Häusling in der Kommunikation und inhaltlich und bin der heutige Moderator der Veranstaltung. Unsere Gäste sind Professor Pierre Ibisch von der Hochschule in Eberswalde, Nicolas Wagner, Bundestagsabgeordneter, Jana Ballentin von Robin Wood, Fachreferentin für Wald und Matthias Schickhofer, Naturschützer und Buchautor, zugeschaltet aus Österreich. Zum technischen Ablauf, bevor ich gleich übergebe an Martin Häusling. Wir haben ein wenig technische Herausforderungen, nennen wir es mal, weil die Bandbreite aus dem Europaparlament etwas reduziert ist und wir einen Film zeigen wollen. Deshalb wird es diesen Film gleich hier im Chat angezeigt, über YouTube geben. Und wir bitten alle TeilnehmerInnen, den sich in dem YouTube-Video anzuschauen, wie gesagt, wo der Link, gleich zu sehen sein wird im Chat dieses Webinars. Und da ist er schon, sehe ich. Und dann finden wir uns anschließend gleich wieder in diesem Webinar ein. Damit übergebe ich an Martin Häusling. Martin, du hast das Wort. Ja, auch von mir ganz herzlich guten Abend. Das Ganze oder die Idee für diese Veranstaltung basiert darauf, dass wir vor kurzem eine Waldtagung in meiner Heimatgemeinde Bad Swesten hatten. Die liegt am Kellerwald, sowohl im Nationalpark als auch im Naturschutzgebiet Kellerwald. Und wir da, glaube ich, auch es geschafft haben, viele Akteure aus dem Waldbereich zusammenzubringen, die ansonsten nicht so häufig miteinander reden. Also von einem Eingangsstatement von Peter Wohlleben bis hin zu Vertreter von Hessenforst und dem Hessischen Waldbesitzerverband haben viele sich an der Diskussion beteiligt, wie soll es eigentlich mit dem Wald weitergehen. Wir haben diese Veranstaltung übertitelt mit Klimakatastrophe. Und ich glaube, das muss man mit Fug und Recht jetzt sagen. Wir sehen alle, dass das Klima sich weitaus schneller ändert, als wir das alle mal gedacht haben. Die einen haben es befürchtet, die anderen haben gehofft, es geht nicht so schnell, aber wir sehen jetzt, dass die Klimakatastrophe viel schneller kommt. Und der Wald steht mittendrin. Und nicht nur, dass wir schon 600.000 Hektar Wald verloren haben, auch der Rest des Waldes ist in Gefahr. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir eigentlich damit um? Von dem, was nutzen wir jetzt eigentlich noch im Wald? Stimmen eigentlich die Prognosen, was wir jetzt alles noch machen können mit dem Holz? Nach wie vor verbrennen wir ja große Teile des Holzes, was wir gewinnen. Wie gehen wir um mit den Beständen, die jetzt noch stehen, aber abgestorben sind? Wie gehen wir um mit der Wiederbewaldung? Wie gehen wir auch mit Problemen, ganz bei uns, besonders bei uns im Bereich mit überhöhten Schalenwildbeständen? Wie reagieren wir da drauf? Und am Ende dieser Tagung, da kommen wir dann noch in der Diskussion drauf, waren eigentlich alle hochzufrieden, weil diese Akteure, die sich da getroffen haben, sich ansonsten selten treffen. Und der Ansporn ist sozusagen, dass man Gemeinsamkeiten findet aus den verschiedenen Bereichen, um eine gemeinsame Strategie für den Wald zu entwickeln. Aber ich will jetzt nicht so viele Worte vorneweg machen. Ich glaube, wir sollten uns den Film jetzt anschauen, der tatsächlich an diesem Tag der Veranstaltung entstanden ist und einer Waldbegehung, die wir kurz vorher gemacht haben. Film ab. Der Wald ist im Zangengriff des Klimawandels und nicht allein des Klimawandels, sondern auch im Zangengriff unserer Ansprüche, im Zangengriff der Landschaft, die ungünstig für den Wald sich entwickelt hat, insofern als dass einfach Böden irreversibel geschädigt werden, die Biodiversität wird irreversibel gestört und wo oft, glaube ich, nicht hinreichend daran gedacht wird, was das bedeutet für die Wiederbewaldung in den Zeiten der Klimakrise. Das ist hier eine schwerste Schädigung des Ökosystems, des Bodens, ja, der hier schwer
ja, verwundet wurde, aufgewühlt. Das sind Schäden, die werden Jahrzehnte länger noch sozusagen bleiben und beschädigen auch das Wiederbewaldungspotenzial. So arg komme ich aus der Praxis. Ich kenne die Menschen, die das vor Ort tun und handwerken. Wir haben da einen engen Draht zur Forstwissenschaft. Und insofern, das Ganze ist nicht einfach. Es gibt sehr viele verschiedene Konzepte und Hypothesen, die wir alle zusammen mischen müssen, um eine Sicherheit und eine Resilienz darzustellen. Aber ich bin da durchaus hoffnungsfroh. Und das Konzept der Hoffnungslosigkeit hat eigentlich noch keinem weitergeholfen im Leben, glaube ich. Also in 5 Jahren sehe ich ihn nicht viel weiter als heute, weil das ist nun mal das Problem der Forstwirtschaft. Wenn Sie mich jetzt fragen, in 50 Jahren, das wäre dann die für mich entscheidende Komponente, wo ich einfach hoffe, dass die Flächen, die jetzt kahl sind, alle wieder in Bewaldung sind, dass wir aber auch die Buchenreinbestände, die wir momentan in großen Mengen haben, auch durchbaut sind, dass wir dort verschiedene Baumarten haben und dass das Ganze in sich ein geschlossenes, funktionierendes System ist und ich das auch eines Tages eben an die nächste Generation guten Gewissens übergeben kann. Weil was wir jetzt machen auf den Flächen, ist ja quasi, wenn wir mal eine Eiche nehmen, auf das Jahr 2200 hin planend. Wir reden relativ entspannt darüber, wie noch mehr Holz vielleicht verwendet werden kann oder das Holz ja auf jeden Fall genutzt werden soll, während wir gleichzeitig ja gar nicht mehr sicher sein können, dass die Wälder weiter wachsen. Wir müssen die Hoffnung bewahren, aber wir müssen uns davor hüten, uns die Gegenwart schön zu reden. Und sicherlich ist es eine gewisse Kunst, die wir jetzt pflegen müssen, empört zu sein und diese Empörung umzuwandeln in Motivation, tatsächlich entschlossen zu handeln. Ist der Wald noch zu retten vor der Waldwirtschaft? So, ist diese Waldwirtschaft wandlungsfähig genug für die Zukunft, damit uns Wälder erhalten bleiben? Das ist die große Frage. Der Klimawandel ist da. Wir müssen unsere Wälder erhalten, um auch diesem Klimawandel etwas entgegensetzen zu können. Also so rum kann man es auch noch mal formulieren. Nicht nur der Klimawandel tangiert jetzt den Wald und wir müssen den Wald retten, sondern der Wald rettet auch uns vor dem Klimawandel mit mannigfaltigen Funktionen, die der Wald im Klimawandel vorhält. Sei es jetzt die CO2-Speicherfähigkeit oder sei es das Herabmindern der lokalen Temperaturen. Also hier sind wir im unteren Teil des Kellerwaldes und wir haben hier eine Situation, wie sie eigentlich, ja, wenn ich so ein paar Aspekte da wären, die das Bild trüben. Aber normalerweise würde man sagen, schöne Verjüngung, es gibt wunderbare Buchen, Eichen, es gibt sogar noch Eschen, die einigermaßen gesund aussehen. Aber wir sehen es zwischendrin, eine abgestorbene Buche, die innerhalb eines Jahres abgestorben ist und jetzt zusammenbricht. Eigentlich ein Standort hier, der gut nährstoffversorgt ist, auch gut wasserversorgt ist. Aber trotzdem haben wir hier schon Schadbilder. Dieser Anblick, wenn man hier in die Baumkronen schaut, ist natürlich katastrophal. Hier sterben wirklich massenhaft alte Buchen ab. Hier sterben aber auch alte Eichen ab. Man sieht, die Bäume zerfallen in einer wirklich extrem große Geschwindigkeit. Weil diese Buchen sind auch gar nicht mehr wirtschaftlich zu nutzen, weil, und das sieht man hier, diese Bäume einfach zerfallen. Wenn man die Bäume fällt, staubt es, weil die völlig durch Pilze zersetzt sind und dann auch nach relativ kurzer Zeit überhaupt nicht mehr nutzbar sind. Für den Waldbesitzer also sozusagen eine doppelte Katastrophe. Wald geht kaputt und die Bäume, die absterben, sind auch nicht mehr zu nutzen. So Wälder werden auch noch zertifiziert als nachhaltiger Waldbau. Das ist es mit Sicherheit nicht mehr, sondern hier überwiegen eindeutig wirtschaftliche Interessen gegenüber dem nachhaltigen Waldbau. Hier lernt man auch nicht aus den Folgen des Klimawandels, sondern hier sind Leute am Werk, die überhaupt keinen Sachverstand haben, überhaupt keine Zukunft vergessen sind, muss man eigentlich sagen, und nichts gelernt haben und die werden auch nichts mehr lernen. Im Wald ist es nicht 5:12, es ist 12. Und was wir dort draußen sehen, das widerspricht allem, wirklich allem, was in irgendwelchen Broschüren steht, was in irgendwelchen Waldprogrammen steht. Denn draußen erleben wir aktuell die größten Kahlschläge seit vielen Jahrzehnten, die heftigsten Bodenbearbeitungen seit Jahrzehnten, die heftigsten Gesetzesverstöße seit Jahrzehnten. Also der Wald
ist momentan ein schlechter Ausweis der Forstwirtschaft. Wir brauchen justiziable Gesetze und nicht wachsweiche Formulierungen wie ordnungsgemäße Forstwirtschaft, solche Dinge. Wir brauchen ein Primat des Waldes. Also der Wald muss im Vordergrund stehen. Ohne Wald nützt die beste Forstwirtschaft nichts. Etwas irritiert bin ich über die Eingangsstatements von Herrn Wohlleben und auch von Professor Biebisch mit sehr polarisierenden und schuldzuweisenden Aussagen, die nicht dazu geeignet sind, das integrative Miteinander wirklich zu fördern. Das Problem ist, also ich könnte jetzt auch durch den Wald fahren und Ihnen 7 Beispiele Bilder vom genauen Gegenteil zeigen. Weil es sind ja absolute Moment- und Lokalaufnahmen. Also wenn man das wissenschaftlich belegt, da würde mich interessieren, wenn es wissenschaftlich ist, wie viel Prozent des Waldes sind denn genauso gemacht? Das wäre dann der Ansatz. Also jetzt, ich sag mal, Bilder kann ich auch vom Gegenteil in Mengen zeigen und wird ja auch überwiegend gemacht. Im Verband intern ist ja genau das die Problematik, dass je mehr polarisiert wird, umso mehr kommt es ja zu diesen Haltungen. Aber im Großen und Ganzen haben wir Gesetze, die das vorgeben. Und der Wohlleben kann sich ja mal einen Hektar Wald in Hessen kaufen und eine Aufforstung beantragen, damit er sehen, wie gut die Kontrolle funktioniert. Ich hatte gerade wieder eine, also ich habe da keine großen Sorgen, ob da forstliche Aufsicht in Hessen. Die Mortalität bei der Buche fängt an, das ist nicht eine Frage des Alters, sondern des Durchmessers. Ab 85 cm fängt die an abzusterben, davon sind die Bäume hier noch 100 Jahre entfernt. Das ist alles aus meiner Sicht Kindermord hier, was hier passiert. Und hat nichts damit zu tun, dass es in irgendeiner Art und Weise was mit einem ökosystemarer Bewirtschaftung zu tun hat, sondern das ist einfach Ungeduld, auch da vorne in dem Bestand. Das war blanke Ungeduld, da in den Bestand reinzugehen und den so stark aufzulichten. Das ist auch, da fängt die Buche an, richtig ins Geld zu wachsen und dann hacken sie die Buchen raus. Das ist schizophren, also aus meiner Sicht schon fast kriminell, also auch gegenüber dem Waldbesitzer. Ja, aber die Begründung ist halt, die Buchen werden alle trocken. Aber das ist doch trocken. Nee, wenn du die stehen lässt, jeden Baum musst du stehen lassen. Jeder macht ein bisschen Schatten. Ja. Und jeder Schatten, der hier auf der Fläche wirkt, der wirkt wie, das ist wie bares Geld. Ja, nur eben ökologisches sozusagen Gold auf der Fläche. Und wenn ich den Baum aufhacke, dann ist doch völlig klar, dann habe ich den Sonnenbrand am nächsten Baum, dann habe ich es am nächsten Baum und am nächsten Baum. Ja, also das sind alles so Dinge, das ist für jeden Förster normalerweise Gotteslästerung, wenn man sowas sagt. Aber man muss irgendwann mal anfangen, zur Kenntnis zu nehmen, dass unsere alten Rezepte alle nicht mehr funktionieren. Wir sind ja nicht bei der Buche am Ende dessen, was wir nutzen könnten. Das muss man ja realistisch sagen. Und ich sage, Sie haben gerade gesagt, wir können nicht mehr Holz nutzen. Er sagt, dass wir nicht mehr Holz nutzen können. Ich spreche für die Buche. Er gibt nach meiner Einschätzung den Klimakampf verloren. Denn wir können nicht so weitermachen. Ist ja einfach, wenn man unterstellt, dass, sagen wir mal, die Benutzung von Plastikgegenständen, Stahlgegenständen, also allen nicht nachhaltigen Gegenständen, sagen wir mal, CO2-Emissionen verursacht, die man vermeiden könnte, ist das nicht nachhaltig? Und wenn im Gegensatz dazu, sagen wir mal, die Verwendung von Holzprodukten CO2-neutral ist, dann kann die Botschaft nur sein, weniger Plastik, weniger Stahl, mehr nachwachsende Holzprodukte benutzen. Gibt es hier irgendjemanden im Raum, der meint, Holz sollte nicht genutzt werden? Gibt es hier irgendwo einen Menschen im Raum, der sagt, der gesamte Wald gehört unter strikten Naturschutz? Okay, also ich denke, wir können die Grundsatzdiskussionen hier jetzt vielleicht mal weglassen und versuchen, dem Problem der Realität und auch den Fakten angemessene Lösung zu diskutieren. Gut, da könnte man jetzt sagen, wunderbar, es wächst ja neuer Wald nach, ist ja unten schön grün. Hier war ich auch schon mit anderen und gesagt, naja, gut, ist halt so, aber da kommt ja wunderbar, kommt ja neuer Wald. Dann schauen wir mal ein bisschen ins Detail. Und sehen hier, dass diese kleinen Buchen, die mit Sicherheit schon mehr als 10 Jahre alt sind, immer wieder abgefressen werden. Dieser Wald, der so grün aussieht, vielleicht mag sich manch Wanderer gar nicht denken, das ist so alles in Ordnung hier, ist doch schöne Verjüngung da. Diese Buchen mag 20, 30 Jahre alt sein. Die hat nicht nur 5 oder 6 Triebe, die hat 20, 30 Triebe. Hier, da ist der Stamm mittendrin. Das ist eine Hecke. Da wird keine normale Buche mehr auswachsen. Jedes Jahr, sieht man hier oben, wird die wieder abgefressen.
So nach dem Motto, einer kam durch. Dieser Baum hat es geschafft. Dieser Baum ist durchgekommen. Ist auch tatsächlich nicht abgefressen worden. Warum, weiß ich nicht. Was ihm jetzt vielleicht droht, ist, dass irgendwann die Rinde geschält wird. Wenn man daneben seine Kollegen anschaut, die es alle nicht geschafft haben, wahrscheinlich aber genauso alt sind, sehen wir, dass die alle verbissen sind. Durchweg. So müsste es sein, so könnte es sein. Das ist der Zustand, der hier seit ein paar Jahren herrscht. Wald und Wild gehören zusammen, gar keine Frage. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Es geht nicht darum, dass man bestimmte Tierarten ausrottet, ganz gewiss nicht, sondern es geht darum, dass man einfach dieses Gleichgewicht wiederfindet. Das sieht man, wenn man durch den Wald geht, ob ein Gleichgewicht da ist. Wenn ich durch einen Wald gehe und sämtliche jungen Bäume sind angeknabbert, sprich die Spitzen abgefressen, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn ich Bestände sehe, die geschält sind, dann stimmt irgendwas nicht. Und da muss man sofort denen, die da die Jagd ausüben, die rote Karte zeigen und sagen, nee, Leute, es geht nicht. Das klingt ganz anders, wenn ich sage, wir haben eine Biodiversitätskrise, das klingt so nach einem Luxusproblem. Mhm. Ja? Aber wenn ich sage, wir haben eine Ökosystemkrise, und eigentlich haben wir eine Ökosystemkrise, ja, dann ist das, dann geht es ans Fundament. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man die Ökosystemfunktionen ein bisschen stärker betont und dass man da irgendwie auch in diesem öffentlichen Space oder ein Umlernen einleitet. Ja, wir müssen über diese Ökosystemfunktionen müssen wir nachdenken. Wir müssen erkennen, dass wir hier unglaublichen Mist bauen und der zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Der Wald steht so ein bisschen im Schatten der Diskussion. Wir haben ihn vor der Nase, wir sehen aber selten die Veränderungen so richtig. Er stirbt so langsam vor uns weg, vielleicht liegt es ja wieder ein paar Bäume weniger, aber er ist nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Klar, wir haben Kriege und schlimme Krisen zurzeit. Aber ohne den Wald gehen unsere ganzen Klimaziele dahin. Ohne den Wald wird der Klimawandel noch beschleunigt, das muss man auch sagen. Deshalb der dringende Appell, das wieder in den Vordergrund der Diskussion zu stellen. Wir sehen auch, dass der Wald eine viel größere Rolle spielt für die Menschen, als jetzt vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Auch einfach deshalb, weil der Wald mehr ins Bewusstsein rutscht, weil diese Waldschäden da sind. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Wenn wir dann noch sehen, diese Versiegelungsprojekte, Logistikprojekte, die durch die Wälder schrammen, sei es Autobahnen, sei es Flughafenerweiterung, sei es Kiesabbau für den Straßenbau, das macht was mit den Menschen. Das Jahr 2023 ist ein Jahr, das auch politisch bedeutsam ist, unter anderem, weil wir ein neues Waldgesetz sehen werden. Und wo es natürlich klare Erwartungen gibt in Bezug auf die Verschärfung der Regelungen, die bisher einfach zu weich sind. Das Waldgesetz sollte dafür sorgen, dass die Landnutzer, die diese Schäden bewusst, unbewusst, gewollt, aus Versehen anrichten, kontrolliert werden. Und zwar nicht vom eigenen Sektor. Bitte lassen Sie uns nicht daran gewöhnen, dass die Situation immer schlechter wird. Lassen Sie uns auch nicht uns daran gewöhnen, dass es diese Klimakrise gibt. Dankeschön. So, willkommen zurück. Ich vermute, dass alle jetzt diesen Film gesehen haben. Es hat ein bisschen geholpert mit vielleicht einem falschen Link. Tut uns leid, tut mir leid. Aber jetzt hatten wir die Chance, den Film alle zu sehen. Ich denke, er war recht eindrücklich und bitte jetzt um den Vortrag von Professor Pierre Ibisch. Impulsvortrag Wald, Klimakrise und Zukunft. Pierre. Ja. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Vielen Dank auch für den Film. Der ist relativ aufregend geraten. Und viele Dinge sind gesagt, die ich nun gar nicht wiederholen möchte. Also wir haben es zu tun mit einem Wald im Zangengriff, so wie die
Veranstaltung getitelt war, der Klimakrise und weiterer Krisen, das ist gesagt worden. Ich habe mich dennoch gewundert auf der Veranstaltung, dass eigentlich nicht Einigkeit herrschte in der Diagnostik, sondern dass doch regelmäßig zu hören war, dass es so schlimm wiederum auch nicht sei. Und letzte Woche hatte ich das Glück, in China zu sein, wo wir über Wiederherstellung von Ökosystemen gesprochen haben, ein deutsch-chinesischer Workshop. Und da habe ich sehr oft gehört, dass die Situation eigentlich ganz schön ist und dass es ja auch immer besser wird. Und was stellte ich fest in Bad Swesten, dass im Grunde diejenigen, die vielleicht sich bemühen, stärker darauf hinzuweisen, dass wir Probleme haben, als solche bezeichnet werden, die polarisieren. Und da sehe ich, dass wir es im Grunde nicht nur mit einer Klimakrise zu tun haben, mutmaßlich auch nicht nur mit einer Waldkrise, sondern ja, wir streiten in der Gesellschaft über den richtigen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen. Und ich denke, das ist auch richtig. Das haben wir auch diskutiert im Rahmen dieser Veranstaltung. Aber wichtig ist natürlich, dass wir da auf einer sachlichen Grundlage bleiben. Klimakrise, jetzt hier betitelt mit Klimakatastrophe, das wurde auch gesagt. Also auf jeden Fall etwas, was sich zuspitzt und wo mein Eindruck ist, dass wir das nach wie vor unterschätzen, was da auf uns zu oder schon über uns hinwegrollt und in die Wälder hinein prescht. Und klar sollten wir das sehr genau uns anschauen, diese Rekorde, die in diesem Jahr gebrochen worden sind, die Anomalien, die noch nie so groß waren in Bezug auf die Monate, jetzt im September, im Oktober setzt sich das fort, die Temperaturen, die einfach ausbrechen aufgrund ja, der Verkettung von bestimmten Umständen, die allerdings nicht darauf hindeuten, dass wir uns im nächsten Jahr gemütlich zurücklehnen können und dann wird alles wieder gut sein. Ich wundere mich über Kollegen, ich wundere mich über Förster, über Waldeigentümer, die sich beschweren über Bilder, die einfach ja auch evident sind, aus allen Teilen der Republik, wie im Moment die Wälder aussehen, wie umgegangen wird mit dem Wald. Die Befunde zur Waldkrise sind nun wahrhaft nicht mehr nur anekdotisch, ja, sondern wir haben quantitative Studien, wir haben die Zahlen 500 bis 600.000 Hektar in den letzten Jahren geschädigt. Der Staatssekretär aus Hessen selbst hat auf der Bühne gesagt, und ich fand es ja bemerkenswert, dass er das relativ ruhig formuliert hat und fast Achselzucken, ja, wir haben jetzt gerade 10% des Waldes eingebüßt, aber der Rest ist eigentlich ganz schön und gesund, das hat er gesagt. Und da frage ich mich erstens, warum man über die 10% nicht mit mehr Aufregung und Empörung spricht. Und dann frage ich mich auch, wie der Blick ist auf den Rest der Landschaft. Also wir haben eine Klimakrise, eine Waldkrise, wir haben, glaube ich, auch eine Forstwirtschaftskrise in dem Sektor, der sich angegriffen fühlt, häufig zu Recht, manchmal auch zu Unrecht und in die Enge getrieben fühlt. Ich verstehe das auch, dass die Situation kritisch ist. Jeder kann sich das anschauen, was auf den Flächen los ist. Es gibt dazu die ökonomischen Einbußen, es gibt ja auch Verlust von Gewissheit. Aber dem muss man sich halt stellen und idealerweise gibt es entsprechend die Offenheit, auch dann ja aus Fehlern zu lernen, was viel zu wenig passiert. Und wo ich mich einfach wundere, nach wie vor, wie in den Wald eingegriffen wird, was mit dem Boden passiert. Ich brauche es nicht beschreiben. Wir haben diese Bilder gesehen. Ja, sie waren anekdotisch, aber das können wir überall in Deutschland sehen. Und insofern, ja, frage ich mich, haben wir auch eine Wissenskrise? Also, was ist denn los? Überschätzen wir zum einen unser Wissen, wenn wir denken, dass wir das alles tun können und dann dennoch das alles wieder schön machen, alles wieder in den Griff bekommen? Oder glauben wir eigentlich unserem Wissen? Kennen wir unser Wissen? Lassen wir das alles an uns heran? Da kommen mir zusehends Zweifel, auch wenn ich manchmal Artikel mir anschaue von Wissenschaftlerkollegen, die sich ohne weiteres Cherry-Picking werden vorwerfen lassen müssen, wenn sie halt immer nur einen Teil der Evidenz aufnehmen und zitieren. Ich stelle fest, ja, wir haben da eine ja, Vergessenheit, eine Ökosystemvergessenheit, eine Zukunftsvergessenheit, sehr gut formuliert von Martin Häusling.
Und ja, vielleicht auch eine Wissensvergessenheit oder ist das eine Verdrängung? Gut, und jetzt kommen wir zu den zur Umsetzung des Wissens in der Politik, die dann natürlich nicht besser aussieht als das, was wir in der Gesellschaft schon machen aus unserem Wissen. Und da gibt es jetzt einiges zu besprechen aus aktuellem Anlass. Das Nature Restoration Law gerade ja, verabschiedet mehr oder weniger oder man hat sich geeinigt jetzt auf einen Entwurf, der gefeiert wurde. Auch viele Verbände haben sich bemüht, das Positive zu sehen, dass es das überhaupt gibt. Und wo ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht das zugegeben etwas nüchterner sehe, also auch aus einer naiven Bürgersicht will ich sagen, da gibt es ein Global Biodiversity Framework, da gibt es ein globales Abkommen, wo man sagt zum Beispiel, man muss 30% der Ökosysteme wiederherstellen und in der EU wird das dann runtergebracht auf 20% bis 2030. Und wenn man genauer reinschaut, bleibt eigentlich nicht so viel übrig von den Erfolgen, weil dann soll das überwiegend in Schutzgebieten stattfinden, in Natura 2000 Gebieten. Es werden bestimmte Dinge ausgenommen und wir haben immerzu in unseren Gesetzeswerken sehr weiche Formulierungen. Also wenn ich dann schaue auf den Artikel 10, wo es um Wald geht, ja, shall put in place restoration measures necessary to enhance biodiversity of forest ecosystems. Das ist sehr weich, damit kann man vor Gericht nichts anfangen. Da fehlen auch die Indikatoren, die dann nachgeliefert werden in Bezug auf, ja, wir sollen da increasing trends haben, ein Anwachsen von Totholz zum Beispiel, stehend und liegend. Ja, das kriegen wir aber auch, wenn der Wald tatsächlich eine einzige Kalamitätsfläche wird. Und ja, das also auf der einen Seite, okay, ich will sagen, es ist in Ordnung, dass wir da mal eine Grundlage haben. Wir wissen aber jetzt, dass wir bis 2030 dieses Gesetz nicht werden ohne weiteres verschärfen können. Und dann passiert auf der anderen Seite etwas wie in Deutschland, wo wir eine Planungsbeschleunigung bekommen. Ja, wo es einen Deutschlandpakt gibt, der fast zeitgleich vom Kanzler und den Ministerpräsidenten veröffentlicht wurde und wo dahinter steht, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen und Beteiligungsmöglichkeiten abgebaut werden, damit wir hier schneller Infrastruktur in die Landschaft bekommen. Und zwar gemeint ist Infrastruktur, die häufig auch Wald schädigt, wie von Jana Valentin im Film dargestellt. Es geht um Straßen, aber es geht auch um Windkraftanlagen, die wir haben wollen. Aber ja, was werden die im Wald anrichten? Und ist das richtig, das alles schnell auf die Fläche zu bringen, ohne wirklich angemessen zu prüfen, ob es nicht auch anders geht? Und wir haben großartige Dinge, also diese gemischte Bilanz, wo man gar nicht weiß, was man denken soll, wie zum Beispiel das ANK, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz auf der einen Seite, aber das passt nicht zusammen dann mit diesen Regelungen, wo einfach ungehemmter in die Ökosysteme man eingreifen kann. Und ja, dann kommen wir zum Waldgesetz, wo jetzt auch wieder ein neuer Entwurf ja zumindest einigen zur Verfügung steht und wo ich sagen muss, es ist ernüchternd, ja, weil einfach das nicht auf der Grundlage des aktuellen Wissens formuliert wird. Wo die Formulierungen abundant sind, aber zu weich. Ja, also was nützt es denn, wenn man sagt, man soll nicht Wälder kahl schlagen oder kahle Flächen anrichten, es sei denn, es gibt jenen Grund oder diesen oder noch einen anderen und diese und jene Schlupflöcher. Was kann man anfangen mit Formulierungen wie, es soll nicht der Boden befahren werden, soweit möglich? Ja, das sind genau diese Öffnungsklauseln, die dann bedeuten, man kann damit nicht vor Gericht gehen, man kann nichts einklagen. Und ja, dann vielleicht zum Schluss noch etwas, was ich immer zu betone. Wir brauchen doch bitteschön eine Ausnutzung der Technologie, die wir haben, um zu wissen, wie es dem Wald geht. Ja, und wo wir uns dafür einsetzen, dass Fernerkundung genutzt wird, eine angemessene zeitliche und räumliche Auflösung zur Betrachtung dessen, was da passiert. Und das ist konkret vorgeschlagen worden. Das steht im Koalitionsvertrag. Es schafft es nicht, in das Waldgesetz explizit erwähnt zu werden, weil es da Widerstand gibt. Weiß ich nicht. Von Instituten, Bundesinstituten, die nicht die Kapazität haben oder nicht die Kompetenz, wobei es
wird ja, es gibt schon jetzt erste Arbeiten hierzu, aber dann gibt es auch die Waldeigentümer, die diese Transparenz scheuen, ja, weil man tatsächlich mit hoher Auflösung, 30 Meter im Quadrat, 10 Meter im Quadrat, das wird immer besser in den nächsten Jahren, schauen kann, was ist da passiert und inwiefern hängt das zusammen mit Standortbedingungen, mit Eigentumsverhältnissen, mit unterschiedlichen Parametern, die ich doch korreliert sehen möchte in den Waldzustandsberichten. Da müssen wir doch analytisch endlich mal reingehen und nicht immer nur deskriptiv auf Grundlage von viel zu geringen Daten, irgendwelche Stichproben, Flächen, die zu weit auseinander liegen. Und im Extremfall, klar, eine Bundeswaldinventur, die uns alle 10 Jahre irgendwie informiert darüber, was mit der Biomasse passiert ist in Wäldern. Das können wir alles jahresscharf und mit noch höherer Auflösung auch zeitlich uns anschauen. Und das müssen wir auch. Und insofern will ich schließen und sagen, es ist frustrierend, diese Multikrise, die nicht nur tatsächlich den von uns entfesselten Umweltwandel umfasst, sondern auch eine Krise des Umgangs mit der Krise, dass wir einfach unser Wissen nicht nutzen, unsere Technologie nicht nutzen, dass wir irgendwie propagieren, Deutschland soll modern werden und digitalisieren und dann noch nicht mal schaffen, diese Technologie zu nutzen, die uns da helfen könnte, weil wir es vielleicht nicht so genau wissen wollen. Und das ist dann natürlich die ultimative Wissenskrise, irgendwie Scheuklappen anzulegen und die Zukunftsvergessenheit zu pflegen. Dankeschön. Ja, dankeschön, Pierre. Wir kommen jetzt zu Jana Valentin zum Impulsvortrag Holznutzung, Anforderungen an den Waldumbau. Da haben wir eine Präsentation und ich möchte unsere Zuschauer und Hörerinnen ermuntern, sich im Chat zu beteiligen bei den Fragen, die wir dann in einer halben Stunde diskutieren. Bitte jetzt schon nutzen, wenn da Fragen auftauchen, weil wir stimmen hinterher ab, sozusagen, welche Fragen dann weiter diskutiert werden. Jana, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Pierre. Was soll ich da noch hinzufügen? Das war so ein Rundumschlag und ich möchte gerne heute so ungefähr noch mal das Gleiche sagen und euch auch ein paar anekdotische Bilder zeigen und Ihnen und das Ganze einfach noch mal supporten, was Pia gerade wahnsinnig gut und schlagkräftig schon eingeführt hat. Holznutzung, Anforderungen an den Waldumbau. Dazu möchte ich erst mal kurz darauf eingehen, wie ist der Waldzustand? Wir haben es jetzt heute schon gehört. Ich habe einfach noch mal 2 Bilder mitgebracht. Hier ein Bild aus dem Harz. Den Harz kennen wir jetzt schon alle von oben. Wir wissen, dass er im Grunde genommen weg ist. Die 600.000 Hektar, die sind hauptsächlich in den Mittelgebirgen erstmal verloren gegangen. Die existieren nicht mehr. Da sind bis zu 65% teilweise Nadelbaumverlust sind in den Mittelgebirgen. Und in der Forschung wird der Harz schon als einer der Orte des größten Baumverlustes in ganz Europa verhandelt. Dieses Bild hier ist allerdings aus dem Knüllwald in Hessen, also nur einfach nochmal, um daran zu erinnern, dass dieses Bild wirklich überall vorkommt und einfach nicht nur anekdotisch zu bezeichnen ist. 4 von 5 Bäumen im deutschen Wald sind krank, zusätzlich zu denen, die sozusagen noch gerade so stehen. Es geht dem Wald auch kontinuierlich schlechter und schlechter als seit der ersten Erhebung in den 80ern, wie man hier sieht. Ich habe es hier mal rechts umgeschmissen sozusagen, dass man sieht, wie das sich so nach oben schraubt, dieser gelbe Bereich und der rote Bereich. Nur zur Erinnerung, der grüne Bereich mit den gesunden Bäumen, da sind auch schon Bäume bei, die bis zu 10% auch schon geschädigt sind. Und gelb bedeutet bis zu 25% geschädigt. Und das rote ist dann natürlich alles andere bis hin zu tot. Die sind dann da auch drin enthalten. Also das ist ein Prozess, also eher friert die Hölle ein, zu, als dass es da so eine Umkehr geben könnte, wenn man sich diesen Trend einfach anguckt, der letzten Jahrzehnte. Dieser Zustand ist schlimm für die Biodiversität, für die lokalen Temperaturen und so weiter, aber vor allem ist es auch schlimm wir emittieren immer mehr, unser Boden emittiert und wir speichern immer weniger CO2. Das hier sind die LULUCF-Zeitreihen. Wir können hier sehr schön sehen, die verschiedenen Sektoren und das Grüne ist der Waldsektor, der bei diesen gelben Punkten den größten Einfluss hat. Wir sehen da so ein paar Peaks nach oben über Null. Das sind jeweils Stürme, beispielsweise Lothar 1999 oder auch Jeannette 2002 oder Kyrill 2007, wo dann einfach mal viel umlag und das dann weggearbeitet wurde in dem Jahr und in den Folgejahren. Aber was wir jetzt sehen, ganz am Ende 2021, da sind wir eben auch im Plus. Das heißt, wir emittieren mehr, als wir speichern.
Das ist ein Trend und der wird jetzt so weitergehen. Das ist kein einzelnes Sturmerlebnis. Dieser Zustand des Waldes, der trifft nun auf den Sachverhalt, dass die Holznutzung in den Prognosen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunimmt. Ich nenne hier nur mal eine Prognose des Umweltbundesamtes für Energieholz aus ihrem Projektionsbericht. Also Robin Wood steht natürlich generell der Nutzung von Verbrennungstechnologien sehr skeptisch gegenüber. Aber falls wir als Gesellschaft diesen Weg weiterhin beschreiten, da sagt eben das Umweltbundesamt, wir werden sehr viel mehr Energieholz benötigen, als wir inländisch erwirtschaften können. Also wir müssen ganz viel importieren schon. Unsere Wälder werden es nicht mehr hergeben. Das sieht man da unten in dem roten Balken. Umgerechnet sind das bis zu 39% in den verschiedenen Szenarien, die da als Importe auf uns zukommen. Und das UBA sagt selbst dazu, Importe können mit Risiken für die Umwelt, das Klima und soziale Aspekte in den Herkunftsländern verbunden sein. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und das Umweltbundesamt schaut sich auch noch die LULUCF-Entwicklung an, die wir gerade schon gesehen haben, und betont nochmal, dass da eben die Nettosenke insbesondere von der Waldbiomasse und von der Holzentnahme dominiert wird. Und das Ergebnis ist, wie wir hier sehen können, wenn wir so weitermachen wie bisher und wenn auch der Klimawandel den Wald weiter so wandelt wie bisher, dann bedeutet das, dass wir nicht mit den geplanten Maßnahmen, mit den bisherigen und auch nicht mit hypothetischen weiteren darüber hinausgehenden Maßnahmen überhaupt in die Nähe unserer Klimaschutzziele für 2030 oder 2050 kommen. Das können wir uns sehr, sehr abschminken. So, was resultiert jetzt daraus? Da haben wir jetzt heute schon gehört, es gibt einen Entwurf für ein neues Bundeswaldgesetz. Die Umweltorganisationen, die Wald-Naturschutzorganisationen und Verbände haben sich natürlich auch schon länger darüber Gedanken gemacht und dadurch ist ein Entwurf entstanden von DUH, WWF, NABU und DNR, der das Ganze einfach mal ein bisschen auf dem weißen Blatt Papier sich anschaut und eine Gegenfolie entwickelt hat. Diese Gegenfolie, da würde im Zentrum des neuen gesetzlichen Rahmens ein Waldmanagement stehen mit dem vorrangigen Ziel des Schutzes und des Erhalts und der Wiederherstellung der natürlichen Widerstandskraft, der Biodiversität und der Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme, und zwar so mit dem Prinzip des Dauerwaldes. Das würde bedeuten, in der Praxis eine Stärkung natürlicher Prozesse wie der Naturverjüngung, schärfere Sanktionen, Entwässerung muss rückgängig gemacht werden, flächige Befahrung verboten und kahlschlagartige Behandlungen auch beendet werden. Also das würde dann auch beinhalten, dass es keine großflächigen Räumungen mehr gäbe bei Kalamitäten. All das sind Maßnahmen, die aus diesem dramatischen Szenario natürlich entstehen, was ich davor skizziert habe. Also man wundert sich vielleicht als waldbesitzende Person, warum wir da so dramatische Forderungen auch stellen. Bei diesem Entwurf waren wir jetzt nicht dabei, Robin Wood, aber wir unterstützen das natürlich sehr. Und das resultiert halt einfach aus diesem dramatischen Bild, was wir haben, aus dem Rasen gen Klimawandel und gen Biodiversitätskrise. Zu diesen Kahlflächen nochmal, das ist ein Steckenpferd, was sich Robin Wood jetzt auch spezifischer angeschaut hat. Ich möchte hier gerne nochmal ein Bild zeigen aus einem Vortrag von Pierre Ibisch, wo man einfach mal sieht, was passiert mit diesen Flächen an heißen Tagen. Da kann man sehr schön sehen, links das Bild, auf dem gerodete, abgeholzte Flächen sind und gleichzeitig aber noch einzelne Flächen dort stehen gelassen werden, die auch schon abgestorben sind. Und rechts sieht man dann, was das eigentlich bedeutet für die lokalen Klimaphänomene, für die Temperatur, nämlich dass es immens wichtig ist, diese Flächen einfach auch mal stehen zu lassen, neben der Biodiversität eben auch für die Temperaturen des Bodens, wie man ja ganz klar und eindeutig sehen kann. Wir haben dazu uns, wir haben uns damit näher auseinandergesetzt, haben dazu ein Positionspapier geschrieben. Da gehen wir dann auch auf die Nöte der Waldbesitzenden ein, die natürlich sagen, um Gottes Willen, wir haben ja aber auch einen ökonomischen Zwang. Da muss man auf jeden Fall irgendwo den Waldbesitzenden auch entgegenkommen und gucken, dass da möglicherweise Ökosystemleistungen in Zukunft auch monetarisiert werden neben der Holznutzung. Wer da reinschauen möchte, sei herzlich willkommen. Ein anderes Thema, was ich gerne noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, sieht dieses Holz aus wie am Ende der Kaskade und wo haben wir dieses Holz wohl gefunden? Und das war eine Lagerfläche vor einem Heizkraftwerk, einem Holzheizkraftwerk, genauso wie diese Stämme hier auf einem Pelletwerk gelagert waren und diese Stämme hier auch bei einem Holzkraftwerk. Also
dicke Stämme, auch gut erhaltene Stämme, natürlich jetzt hier im Hintergrund auch schon etwas vermoderte Stämme. Da kann man sich aber fragen, ob das vielleicht daran liegt, dass die da jetzt einfach verrotten werden lassen, was ja noch gut wäre für die Biodiversität. Aber das meiste davon wird direkt in die Verbrennung gehen. Und da sehen wir dann ein ganz großes Problem, was wir anprangern, nämlich dass die Kaskade, die ja eigentlich schon im Koalitionsvertrag auch festgehalten wird, die kaskadische Nutzung von Holz schon auf dem Weg aus dem Wald auf den Forstweg schon vorbei ist, weil dort wird das ganze Holz sortiert und geht dann direkt in die Verbrennung zum großen Teil. Und das kann nicht sein, da stellen wir uns dagegen. Auch eine große Forderung von Robin Wood. Ganz kurz noch ein paar, hier diese kurzen 4 Punkte. Monitoring Law haben wir schon gehört, ist immens wichtig auf EU-Ebene. Diese Forderung, die auch schon in dem alternativen Bundeswaldgesetz enthalten ist für die nationale Ebene, da auf jeden Fall zu gucken, dass in Zukunft einfach eine Überwachung stattfindet. Wie sieht es mit der Bodenqualität aus? Wie sieht es mit der Biodiversität aus? Wie sieht es mit der Strukturvielfalt aus? Um einfach auch nachweisen zu können, ist der Waldumbau erfolgreich oder ist er nicht erfolgreich jetzt für Deutschland zum Beispiel? Die EU-Richtlinie gegen Greenwashing finde ich ziemlich spannend, die gerade entwickelt wird. Wird es in Zukunft Zertifikate für den Waldumbau geben? Das wäre ein Schritt rückwärts, wäre meine Einschätzung, weil die Definition dieses Waldumbaus könnte dann natürlich auch Kahlschlag sein oder den Boden umgraben, je nach nationalen Vorstellungen. Und das wäre natürlich dann kein Zertifikat wert. Außerdem wäre es überhaupt nichts Zusätzliches, was stattfindet. EU-Naturschutzgesetz, also das Restoration Law, das haben wir schon gehört. Ja, spannende Geschichte. Brauchen wir es auf jeden Fall? Müssen wir diesen Pfad auf jeden Fall anknipsen? Und ist das ein erster Schritt oder kann man es eigentlich gleich wieder in die Tonne hauen, weil es nicht weit genug geht? Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, alle diese Maßnahmen, die wir hier sehen, auch EUDR, das Lieferkettengesetz, alle haben so wahnsinnig große Lücken, dass ganz klar ist, dass wir den Zeitgeist nicht erkannt haben. Also die EU-Ebene politisch betrachtet hat da ganz allumfassend versagt, was die Entwicklung unserer Wälder betrifft oder das Seinlassen unserer Wälder, die achtsame Nutzung von Holz. Und all diese Waldgesetze und so helfen uns auch nicht, wenn wir als Gesellschaft uns nicht einschränken und achtsamer mit dem wertvollen Rohstoff Holz umgehen. Das heißt im Grunde, wenn, egal was wir für schlechte oder gute Richtlinien haben, wenn wir uns nicht einschränken, auch weltweit betrachtet in unserem Konsum, dann wird uns das alles nicht weiterbringen. Und damit möchte ich erstmal zurückgeben. Du bist doch stumm geschaltet. Habe ich selber gemacht, Entschuldigung. Dankeschön, Jana. Noch einmal der Hinweis, dass Sie sich bitte alle beteiligen, wenn Sie möchten, an den F&As bei den Fragen, die Ihnen wichtig sind, dass Sie die liken oder eine eigene neue stellen. Wir kommen nun zum nächsten Vortrag. Matthias Schickhofer, zugeschaltet aus Österreich, Naturschützer und Buchautor. Holznutzung am Limit ist die Frage. Matthias, bitte sehr. Dankeschön. So, ich werde jetzt versuchen, meinen Bildschirm freizugeben. Hat das funktioniert? Könnt ihr den sehen? Die Präsentation? Wunderbar. Ja, vielen Dank und sehr viele Grüße nach Deutschland aus dem sturmumtobten Wien. Ich freue mich sehr, dass diese Diskussionen stattfinden und dass Martin Häusling sich so sehr unerschrocken in diese ganzen sehr kontroversen Diskussionen hinein begibt. In Österreich sind wir leider noch nicht so weit, diese Themen so tabu befreit auch zu diskutieren und auch so kontroversenfreudig zu diskutieren. Ich wurde eingeladen zu einer Diskussion, die in ein paar Wochen hier stattfindet, da habe ich gehört, und da ist auch Peter Wohl immer eingeladen, habe ich gehört, der hat in Österreich Sprechverbot. Also ich hoffe, die Veranstaltung findet trotzdem statt und ich denke, es ist wichtig, sich mit diesen Themen zu befassen. Es ist wichtig, sich auch die Problembereiche anzusehen und nicht sich in Lobhudelei zu ergehen. Und da bin ich gleich auch nochmal beim Thema Wissens- und Zukunftsvergessenheit oder Verleugnung, die Pierre auch angesprochen hat. In Deutschland gab es diesen Waldschadensbericht, wo sehr ausführlich und sehr fachlich fundiert sich sozusagen das Ausmaß des Problems angeschaut wurde. In Österreich haben wir sowas
leider nicht. Es gab eine Waldinventur und wenn man auf diese Website geht, findet man überhaupt keine Daten zu Waldschäden. Ja, es sind auch bestimmte Stichworte, ergeben dort einfach null Treffer. Und es wird nur darauf hingewiesen, es gibt jetzt mehr Laubwald und. Das ist alles wunderbar, das ist auch korrekt und das ist auch gut, über die positiven Entwicklungen zu sprechen. Aber die Problembereiche werden einfach nicht angesprochen und daher muss ich das jetzt leider jetzt hier machen. Meine Rolle ist ein bisschen die über Deutschland hinaus, sich die internationale Situation anzusehen. Und ich habe ein paar Bilder aus Österreich mitgebracht, wo es auch nicht besser ausschaut. Diese Bilder hier sind aus Osttirol, aus dem Süden Österreichs, wo es massive Trockenschäden seit dem letzten Jahr gibt. Hier sterben flächig die Schutzwälder ab, was in den Alpen natürlich dramatisch ist, weil wenn der Schutzwald weg ist, dann kommt der Berg ins Tal. Es gab hier ausgedehnte Fichtenanpflanzungen, die jetzt flächig absterben, beziehungsweise die in Rettungsschlägen schnell noch abgeholzt werden, um das Holz vor dem Käfer zu retten und noch verkaufen zu können. Das sind jetzt keine anekdotischen Bilder, die sind durchaus verbreitet. Auch im Norden Österreichs, wo ich zu Hause bin, finden sich auch wachsende Flächen an Kahlflächen, so wie hier im Waldviertel an der Nähe der tschechischen Grenze. Diese Flächen werden zum Teil auch noch gemulcht, sprich der Boden wird auch noch bis in eine bestimmte Tiefe hinein zerstört. Dafür gab es bis zuletzt sogar auch noch Förderungen. Und wenn man sich ansieht, sozusagen die Flächen, die jetzt nicht durch falsche Bepflanzung und durch fehlende Forstwirtschaft zu Fichtenplantagen gemacht wurden, sondern wo wir noch naturnahe Wälder haben, wie hier auch im Waldviertel im Kamptal. Da werden in den alten Wäldern, die Urwaldqualität haben, also ich bin hier auch engagiert, diese Wälder zu bewahren und wir haben uns jetzt auch gemeinsam mit Fachleuten angesehen, welche Arten da vorkommen. Wir haben alle möglichen Urwaldarten gefunden, bei einem einzigen Besuch, bei einer Wanderung, an einem einzigen Tag. Ja, das heißt, es gibt dort eine sehr große Dichte von Urwaldanzeigern. Diese Wälder werden abgeholzt, ohne dass die dafür vorgeschriebenen Naturverträglichkeitsprüfungen durchgeführt wurden. In diesen Schutzgebieten gab es das seit 1998, seit die Schutzgebiete ausgewiesen wurden, die EU-Schutzgebiete, gab es keine einzige Naturverträglichkeitsprüfung für das Natura 2000-Gebiet. Das ist ein ähnlicher Fall, alter Buchenwald abgeholzt, da wachsen jetzt die Douglasien in Reih und Glied, die Behörden schreiten nicht ein. Ein Problem, das Jana schon angesprochen hat, ist auch die zunehmende Nutzung auch von Holz für die Energieproduktion. Das ist das Holzlager eines Biomassekraftwerks in Linz. Da liegt viel Käferholz herum, aber es liegen auch intakte Baumstämme. Es liegt auch viel Laubholz da. Also das ist nicht alles nur Schadholz aus den Fichtenplantagen. Das ist ähnlich in Wien. Da werden gesunde Buchen, also zumindest optisch schauen die durchaus noch gesund aus, werden da geschreddert und werden auch verbrannt. Wenn man in den Norden geht, ist es noch wesentlich schlimmer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal in Schweden offenen Auges herumgereist ist und gesehen hat, welche riesigen Kahlschläge sich dort ausbreiten. Man kann das auch, man muss gar nicht hinfahren, man kann sich das auf Google Earth anschauen und an einer beliebigen Stelle einfach hineinzoomen. Und dann bitte anschnallen. Es ist unglaublich, was in Skandinavien mit den Wäldern passiert. Da werden hunderte Hektar an Kahlflächen werden da produziert. Die heizen sich natürlich auf. Diese Länder haben zum Teil auch schon Probleme mit zunehmender Hitze und Trockenheit in den Sommermonaten. Es gab vor einigen Jahren, ich war zufällig auch dort, das war glaube ich 2018, gab es immense Waldbrände, wo auch Ortschaften evakuiert werden mussten. Das heißt, da wird sehenden Auges sägt man sich in eine massive Krise hinein und das wird auch noch schön geredet mit Swedish Forestry Model und als Musterbeispiel der Nachhaltigkeit präsentiert. Jetzt springen wir rüber in die Karpaten. Das ist hier ein Bild vom Natura 2000-Gebiet Vorgaraj in den rumänischen Karpaten, der größte Cluster von Urwaldgebieten in Rumänien und einer der größten in der temperaten Klimazone der EU. Es gibt ein Infringement Procedure, also ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Rumänien wegen Einschlägen in diesen Natura 2000-Gebieten in Altwäldern. Und Freunde von mir haben sich mal angeschaut, wie es mit den Logging Permits im Jahr nach der Eröffnung des Vertragsverletzungsverfahrens aussieht. Und siehe da, die Logging Permits haben zugenommen. Ja, das heißt, das Signal, das Rumänien nach Brüssel schickt, ist uns alles egal, wir machen, was wir wollen und wir holzen, wo wir wollen. Das sieht dann, wenn man sich das näher ansieht, sieht das dann so aus, das sind alles ehemalige Urwald- und Naturwaldflächen in Schutzgebieten. Diese Bäume landen
in der Holzindustrie. Das ist ein Werk, das einem österreichischen Konzern gehört. Ausnahmsweise ist es nicht HS Timber, sondern ein anderer österreichischer Konzern, der Spanplatten aus diesen stolzen Urwaldbuchen produziert. Ein Teil des Holzes landet jetzt auch in der Erzeugung von Pellets und von Holzbiomasse. Da schießen die Werke wie die Schwammerl sozusagen aus dem Boden in Rumänien, aber auch am Balkan, in Bosnien allein in den letzten Jahren wurden 25 neue Pelletswerke eröffnet. Das heißt, die wunderbaren naturnahen Wälder am Balkan und in den Karpaten landen jetzt zunehmend auch im Schredder und in der Verbrennung. Wenn man sich die Entwicklung der Senke ansieht, das ist ein Bild, das zeigt sozusagen die Senke in der EU, dann sieht man, dass die CO2-Emissionen aus der Nutzung von Biomasse ansteigen und das Forest Carbon Sink, also die Fähigkeit der Wälder, CO2 aufzunehmen, zu binden, dass das im Rückgang begriffen ist und dass wir sozusagen hier einen falschen Trend haben. Deutschland hat die Senke verloren, Finnland hat sie verloren, Estland hat sie verloren, Schweden hat sie verloren. Das heißt, die Wälder sind dort Netto-Emittenten mittlerweile geworden von CO2. In Österreich sieht das so aus, dass wir die Senke auch verloren haben. Die Prognosen, die offiziellen Prognosen sehen hier ganz interessante geradlinige Entwicklungen vor. Wenn man sich dieses Bild hier ansieht, das ist sozusagen die offizielle Grafik, wie dieses Konstantbleiben der Senke knapp unter Null zustande kommt, ist allerdings fachlich nicht ganz nachvollziehbar. Also hier wird möglicherweise auch ein bisschen die Hoffnung in eine nicht allzu schlimme Entwicklung da hineingelegt. Aber Österreich ist auf jeden Fall sehr weit weg vom LULUCF-Target für die Zukunft. Wenn man sich das noch ein bisschen genauer ansieht, wie jetzt sozusagen die Nachhaltigkeit, sprich das Verhältnis von Holzentnahme und Zuwachs, wie das in Österreich aussieht, das ist hier eine Grafik, die Freunde von mir erstellt haben, basierend auf den Daten aus den verschiedenen Bezirken. Und dann zeigt sich, dass hier in etlichen Bezirken in Österreich die Nachhaltigkeit nicht mehr gegeben ist. Dunkelrot ist nach der Definition, der klassischen Definition nach der Forstwirtschaft, also dass die Holzentnahme eben gering ist wie der Zuwachs. Und die anderen Farben sind sozusagen andere Nachhaltigkeitskorridore, auch sehr stark angelehnt an der Idee des WWF. Aber auch nach dieser Definition erreichen eigentlich nur mehr ganz wenige Bezirke sozusagen einen wirklich günstigen Nachhaltigkeitspfad. Das heißt, wir sind eigentlich im Bereich der Übernutzung. Und wenn man sich jetzt ansieht, welche Hoffnungen jetzt alle in den Holzsektor gelegt werden, was Holz jetzt alles leisten soll, was Waldbiomasse alles leisten soll, eben fossile Energieträger zu ersetzen oder auch bei stofflicher Nutzung sozusagen auch Baumaterial, Beton zu ersetzen, ist es immer wieder mal ganz heilsam, sich die Verhältnisse vor Augen zu führen und sich anzusehen, wie der globale Bedarf an Energie aussieht und welchen Beitrag Holz leisten könnte. Also wenn man mit Biomasse sozusagen den globalen Energiebedarf maßgeblich ersetzen wollte, den fossilen Energieaufbringung ersetzen wollte, dann wäre man bei einer 10- bis 20-fachen Einschlagsmenge, die daraus resultieren würde. Und bei Beton ist es ähnlich. Das heißt, die Möglichkeiten, Holz hier als Ersatz zu verwenden, sind stark eingeschränkt, weil einfach die Ökosysteme diese Leistungen nicht hergeben. Das bei Beton ist das eine relativ krasse Zahl. Also da kann man nicht wirklich fundamental was ändern. Und ich komme jetzt schon zum Conclusio, dass ich nicht zu lang bin. Wir haben eine Klima- und eine Ökosystemkrise. Und da ist es ganz, ganz wichtig, die Waldbedeckung und intakte Wälder zu sichern, weil sonst gehen uns Ökosystemfunktionen verloren, die für uns alle wichtig sind. Und da geht es nicht nur um irgendwelche FFH-Arten, deren Namen sich niemand merken kann, sondern da geht es um so ganz basale Dinge wie Wasserspeicherung, Bodenschutz, lokale Landschaftskühlung, Sauerstoffproduktion, Kohlenstoffspeicher. Und ein Faktor, und der wurde ja heute schon auch erwähnt, ein Faktor, an dem man erkennen kann, ob die Waldbewirtschaftung, die Waldnutzung noch zukunftsfähig ist oder nicht, ist einfach das Ausmaß des Schattens, der im Wald erhalten wird. Und daran kann man wahrscheinlich in Zukunft sehr gut messen, ob hier eine Zukunftsvergessenheit vorliegt oder nicht, weil in einer Heißperiode brauchen wir ganz einfach Schatten. Und daher ist die Intensivierung der Holznutzung natürlich sehr in Zweifel zu ziehen. In Kraftwerken Waldholz zu verbrennen, ist ein No-Go. Und auch bei der kaskadischen Nutzung braucht es einen faktenbasierten Ansatz und es sind die engen ökologischen Grenzen auch zu beachten. Und die sektoralen Wunschvorstellungen und ökonomischen Hoffnungen sind hier stark zu relativieren.
Dankeschön. Ja, danke schön, Matthias, für diesen Vortrag. Wir sind fast noch in der Zeit und haben jetzt unseren letzten Impulsvortrag von Niklas Wagener, Mitglied des Bundestages, zum Thema neues Waldgesetz. Herzlich willkommen und wir sind gespannt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Martin Häusling. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier noch kurz etwas anfügen zu können. Der Koalitionsvertrag hat uns als Ampelkoalition ja die Novelle des Bundeswaldgesetzes aufgetragen, das ja im Großen und Ganzen aus den 70er Jahren stammt oder dort zuletzt im größeren Stil überarbeitet worden ist. Seitdem hat sich einiges in unseren Wäldern getan. Dazu muss ich jetzt eigentlich nicht mehr viel ausführen. Das haben hier die Vorrednerinnen und Vorredner sehr gut getan. Und aus einem knappen Rahmengesetz mit 11 Seiten, das eigentlich nur technische Dinge und Forstbetriebsgemeinschaften und solcherlei Dinge geregelt hat, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt seinen Auftrag erfüllt und ein Vollgesetz mit 60 Seiten erarbeitet, einen Referentenentwurf, der seit vergangenem Donnerstag vorliegt, der da in die Frühkoordination gegangen ist. Das war heute auch im Handelsblatt ja öffentlich nachzulesen. In der sogenannten Frühkoordination, um vielleicht den Prozess kurz zu erklären, stimmen sich das Kanzleramt und die beiden Vizekanzlerämter, also das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck und das Finanzministerium von Christian Lindner ab, ob damit die Inhalte des Koalitionsvertrages erfüllt sind. In diesem Prozess ist gerade dieses Gesetz. Danach geht es in die sogenannte Ressortabstimmung, wird mit weiteren oder allen anderen Ministerien beraten. Dabei werden auch die Verbände und Länder angehört, die sogenannte Verbände- und Länderanhörung, wodurch dann nochmal viel Feedback auch an das Bundeslandwirtschaftsministerium zurückgespielt wird. Das nehmen die nochmal mit, überarbeiten den Entwurf, gehen damit in die sogenannte zweite Ressortabstimmung. Von dort geht es dann ins Kabinett, wird als Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen und schließlich dann im Parlament zur Beratung in erster Lesung, im Ausschuss, Fachanhörung, zweite, dritte Lesung und Beschluss zugeleitet. Das heißt, wir haben noch einige Schritte vor uns, stehen jetzt wirklich ganz am Anfang, haben diesen Entwurf des Landwirtschaftsministeriums. Es gibt ja das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist. Und in diesem Sinne sehe ich auch die kommenden Wochen als Prozess, in dem wir gemeinsam uns dieses Gesetz vornehmen, diskutieren und dann auch überlegen, was ist gut, was ist sehr gut und wo müssen wir vielleicht auch nochmal ansetzen. Letztlich sind, denke ich, vom Grundgedanken her viele Punkte, die heute angesprochen wurden, enthalten. Der ökosystemare Ansatz, den Wald als Ökosystem zu begreifen, das liegt dem neuen Gesetz zugrunde. Die alte Kielwassertheorie, man muss nur Forstwirtschaft betreiben und in deren Kielwasser schwimmt dann alles andere, Naherholung, Artenschutz, Klimaschutz mit, die endet mit diesem neuen Gesetzentwurf und wird weiterentwickelt dahingehend, dass nur ein gesunder, artenreicher, klimaresilienter Mischwald in der Lage sein wird, uns künftig mit seinen vielfältigen Ökosystemleistungen, das heißt mit Wasser, mit Trinkwasser, mit Hochwasserschutz, mit frischer Luft, mit Klimaschutz, mit Artenreichtum, aber natürlich auch mit dem wertvollen Klimarohstoff Holz zu versorgen. Viele Punkte werden jetzt in dem neuen Gesetz aufgegriffen, die auch das forstliche Arbeiten im Wald strenger regulieren. Da möchte ich einen Punkt aufgreifen, den Professor Ibisch vorhin als Sollvorschrift dargestellt hat. Das ist jetzt in dem neuen Entwurf des BMEL also nicht der Fall. Es ist demnach verboten, den Wald abseits eines dauerhaften Feinerschließungssystems flächig zu befahren. Und es wird auch bei der Neuanlage von Rückegassen festgelegt, dass nicht mehr als 10% der bewirtschafteten Holzbodenfläche als Rückegasse befahren werden darf, sprich die 40 Meter, die wir ja aus den FSC-Kriterien bereits kennen. Das ist nur jetzt mal herausgegriffen. Es gibt viele Punkte, in denen jetzt
klare Regelungen getroffen werden, wo sozusagen das Ziel verfolgt wird, dass Forstwirtschaft so betrieben werden muss, dass sie den Wald als Ökosystem erhält und sogar auch stärken kann. Letztlich geht es auch an verschiedenen Punkten darum, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer durch diese krisenhafte Zeit zu bringen. Deswegen reformieren wir auch die Themenbereiche der Verkehrssicherung und der Wegeführung im Wald. Das ist also auch sehr spannend, dass beispielsweise künftig die Verkehrssicherung an die entsprechend zuständigen Straßenbauämter und Betreiber von Infrastruktur, die durch den Wald verläuft, verlagert wird. Dadurch können wir Waldbesitzer auch stark entlasten. Am Freitag haben wir einen Waldkongress im Deutschen Bundestag, bei dem Cem Özdemir dann auch erstmals diesen Entwurf öffentlich präsentieren wird. Das ist ja sein Entwurf, ein Entwurf des Ministeriums, letztlich, wenn es dann im Kabinett verabschiedet wird, ein Entwurf des Kabinetts, der Bundesregierung, an dem wir dann später im Parlament noch weiterarbeiten werden und uns natürlich auch, Herr Professor Ibisch, wir kennen uns ja, dann die verschiedensten Inputs, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge nochmal anhören wollen und diskutieren wollen. Ich denke, jetzt in den kommenden Tagen sollten wir die Zeit nutzen, uns einzulesen und diesen Entwurf auf uns wirken zu lassen, um dann vielleicht am Freitag schon erstmals mit Cem Özdemir dann auch darüber im Bundestag zu diskutieren. Da kann man sich auch online zuschalten, finden Sie auf grüne-bundestag.de und dann einen vernünftigen Prozess machen, wo wir sachlich über diesen neuen Entwurf in aller Ruhe sprechen und uns die Zeit nehmen, daraus auch letztlich den Entwurf so zu entwickeln, dass er wirklich den Herausforderungen, die wir heute hören, gerecht wird. Da gibt es sicherlich noch viele Vorschläge, die kommen werden von allen Seiten. Der Wald betrifft ein Drittel der Landesfläche in Deutschland. Er ist also von erheblicher Bedeutung für sehr viele Menschen und sehr viele Bereiche. Und in diesem Sinne wollen wir dann jetzt auch in die Diskussion gehen. Genau. Erstmal vielen Dank. So, jetzt bin ich wieder laut. Vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich, Herr Wagener. Wir sind gespannt, was sich im Verfahren um das neue Waldgesetz dann tun wird. So, wir kommen jetzt zum Programmpunkt der Diskussion und wir haben ja einige Fragen bei uns gesehen. Vorab vielleicht wurde gefragt, ob denn die Folien, die Präsentationen auch zur Verfügung stehen. Ja, das werden sie. Das ist kein Problem. Wir werden am Ende dieser Veranstaltung sagen, wie die zu bekommen sind, ob wir sie zum Download bereitstellen oder wie auch immer. Das klären wir im Hintergrund. Wir gehen aber jetzt vielleicht auf eine waldbauliche Frage ein, mit der wir starten, von Andreas Ziermann. Er schreibt, ich habe Frau Ballentin so verstanden, dass man Kalamitätsflächen nicht abräumen soll, um unter anderem ein Aufheizen der Böden zu vermeiden. Andererseits wird noch gelehrt, dass Käferflächen geräumt werden müssen, um ein Ausbreiten des Borkenkäfers zu verhindern und damit weitere Kalamitätsflächen zu vermeiden. Er sieht darin einen Widerspruch. Wer mag dazu Stellung nehmen? Vielleicht, wenn du gestattest, Klaus, ich würde gerne noch was zu dem Film sagen und zu den Reaktionen auch auf unsere Tagung. Dann ziehen wir das vor. Ja, das können wir mal. Wir kommen dann gleich zur Frage von Andreas Ziermann. Ich wollte nur noch mal sagen, weil ich habe in diesem Film gesagt, dieser Wald ist auch noch zertifiziert. Der war tatsächlich BEFC zertifiziert. Es handelt sich um eine Fläche von 350 Hektar. Die Zertifizierung wurde diesem Wald entzogen. Also ganz frisch vor 2 Wochen, weil tatsächlich zum ersten Mal bundesweit BEFC einem Wald die Zertifizierung entzogen hat wegen falscher waldbaulicher Maßnahmen und wesentlich überhöhter Wildbestände. Also die Zertifizierer, die jetzt hier nicht zu Wort gekommen sind, stehen natürlich auch in der Kritik, weil sie zertifizieren alles Mögliche, aber sie achten quasi kaum drauf, was passiert da draußen eigentlich im Wald. Ich wollte auch nochmal sagen, was dann auch die Reaktion war. Ich habe dann länger mit unserem Förster diskutiert, der sagt, ja, immer nur diese Kritik an den Förstern, wir versuchen doch nur das Beste. Und genau dieser Förster, der bei uns jetzt wirtschaftet, ersetzt jetzt Fichten durch Douglasien
oder durch Lärchen in einem gemulchten Wald und sagt dann ja, dass wir ja die Bäume die Zukunft hätten. Also diese Ideologie des Baumes, des, wie es früher hieß, die Fichte ist der Brotbaum des Försters und der Waldbesitzer, die wird jetzt übertragen einfach auf Douglasien oder auf Lärchen, und es gibt keine Änderung im System. Also auf Selbstkritik reagieren sozusagen die meisten Förster ziemlich gar nicht oder schlecht, oder es wird sozusagen gesagt, ja, das ist alles eine Kritik, da könnten sie alles nichts für. Und was ich noch sagen wollte, weil ich zu der Kritik an Europa, Jana, ich muss Europa ein bisschen in Schutz nehmen, weil tatsächlich es von Anfang an überhaupt ein Kampf mit den Mitgliedsländern war, können wir oder sollen wir in Europa das Thema Wald überhaupt besetzen? Weil wir haben Agrarpolitik, aber wir haben keine gemeinsame Waldpolitik. Und da braucht man nur ins Parlament zu schauen oder auch in die Mitgliedsländer. Da wehren sich die nordischen Länder ganz vehement dagegen, dass überhaupt einer in Europa Standards festlegt oder Kriterien festlegt. Das war ein langer Kampf, dass die Europäische Kommission überhaupt im Thema Wald was vorgelegt hat. Das zweite Thema, und das ist tatsächlich in vielen Bereichen falsch gelaufen, ist das Gesetz zur erneuerbaren Energie. Da haben wir auch lange drüber diskutiert, dass also Holz grundsätzlich als CO2-neutral gerechnet wird. Und wenn heute ein Kraftwerk statt mit Kohle mit Holz befeuert wird, kann sich das Mitgliedsland anrechnen lassen. Wir sind ja jetzt CO2-neutraler. Ein Riesenmangel in diesem Gesetz. Und das führt tatsächlich dazu, dass nicht alle, aber einige Mitgliedsländer Kohle durch Holz ersetzen, was die Zahlen ja auch eindeutig sagen, eigentlich gar nicht machbar ist. Bei dem Thema Karpaten, Rumänien, und das ist, zeigt wieder die Schwächen der europäischen Gesetzgebung. Ich war mehrmals, haben wir auch appelliert an den Umweltkommissar Sinkevicius, da endlich einzugreifen. Die Reaktion war meistens, ja, die Rumänen sind ja dran, was zu verbessern. Und seit Jahren sehen wir, dass es eigentlich gar nichts bringt oder durch wechselnde Regierungen auch tatsächlich immer weiter nach hinten geschoben wird. Wir haben massive illegale Einschläge, nicht nur in Rumänien, überhaupt im Karpatenbereich. Aber da sollten wir uns nicht verbrüsten, weil in, auch in anderen Ländern sieht es nicht besser aus. Die beste Veranstaltung hatte ich Matthias, mit dem österreichischen Waldbesitzerverband und den zuständigen Behörden, die gesagt haben, eigentlich müssten wir ja noch viel mehr Holz einschlagen, auch gesunde Wälder einschlagen, weil wir müssen ja den Wald umbauen. Wir müssen ja den Wald jetzt umbauen mit Bäumen, die klimaresistent sind. Da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Aber das wird in Österreich, ganz spezieller Fall sozusagen von der Forstwirtschaft, tatsächlich propagiert, auch in Bayern teilweise. Wir müssen ja jetzt viel mehr einschlagen, damit wir den Wald schneller umbauen können, weil die Fichten, die jetzt noch stehen, die kann man ja noch nutzen, bevor sie sozusagen vom Borkenkäfer gefressen werden. Das ist nicht eine Stimme, das sind viele Stimmen, die so argumentieren. Ja, danke Martin. Nochmal zur Einordnung. Ich hatte jetzt Jana, glaube ich, weil sie direkt angesprochen war, auf diese waldbauliche Frage, und Pierre auch zu dem Thema. Dann steigen wir Ladies First mit Jana ein. Sie ist ja auch angesprochen. Jana, wir brauchen dich in laut. Ja, alright. Das ist ja auch zweimal jetzt im Chat, habe ich das schon gesehen. Insofern scheint es auch mehr Leute zu interessieren. Ich versuche mich trotzdem kurz zu verhalten, weil es ja eine reine Wissensvermittlung und ist und jetzt danach dann vielleicht die Diskussion daraus erwachsen kann. Um es mal erstmal runterzubrechen auf Unterschied Kahlfläche und da steht was. Wenn wir uns die Kahlfläche anschauen, dann ist sie heiß. Der Boden erodiert, der Boden wird verdichtet durch die Forstmaschinen, die darüber fahren. Es ist eine Wüstenei teilweise. Also ob da noch jemals wieder Wälder wachsen werden, ist tatsächlich fraglich. Selbst wenn da Setzlinge gesetzt werden, dann sehen wir oft im Folgejahr, dass die vertrocknet sind. Und dass diese ganzen Investitionen, die da ja auch dran hängen, total für die Katz waren, neben dem ganzen Desaster für die Natur und Umwelt. Und wenn wir uns da gegen dann die Vorteile anschauen der Flächen, die noch stehen, da sehen wir, dass da immer noch Schatten auf den Boden geworfen wird, dass diese Dürrstände, wie sie in manchen Sektoren heißen, auch die Feuchtigkeit auf den Flächen lassen, dass sie Nährstoffe für die nächsten Generationen vorhalten, während sie verrotten.
dass sie in ihrem Verrottungszustand auch eine Quelle der Biodiversität sind, in jedem Verrottungszustand für andere Arten, auch schon, wenn das da jetzt noch so rumsteht, dann ist das super toll für Fledermäuse, für als Jagdwarten oder als Singwarten für ganz seltene Vogelarten und so weiter und so fort. Also das dürfen wir nicht verschenken momentan in einer Zeit, in der wir auch eine Biodiversitätskrise haben. Und nochmal, um jetzt ganz konkret auf die Frage zu sprechen zu kommen, es gibt sehr viele merkwürdige Argumente der Forstwirtschaft, nicht nur das mit den Borkenkäfern, warum man diese Sachen jetzt, sag ich mal, schnell von den Flächen holen muss. Wenn es schnell ginge, dann würde das Argument sogar zutreffen, aber in den meisten Fällen in den letzten Jahren konnte das gar nicht schnell passieren, weil gar nicht so viele Harvester da waren, weil so viele Flächen auf einmal betroffen waren und der Borkenkäfer ist dann nach 7 bis 10 Wochen ausgeflogen. Der ist dann nicht mehr drin und damit gefährdet er dann auch nicht mehr die Flächen nebenan. Und man könnte jetzt auch nochmal ganz ketzerisch sagen, naja, so what, diese Fichtenmonokultur, das ist jetzt auch eine Art des, in Anführungszeichen, Waldes oder des Holzackers, die vielleicht auch überholt ist und mit dem Wegsterben beschleunigen wir auch auf eine gewisse Art und Weise den Waldbau. Das ist jetzt mal sehr auf die Spitze formuliert so. Ich weiß, dass sich damit auch viele Menschen erzürne, die da jetzt an der Existenzgrenze stehen und darauf muss man auf eine Art reagieren, aber so viel jetzt erstmal als Antwort auf die Frage. Ja, vielen Dank. Dann Pierre dazu. Dankeschön. Vielleicht in Ergänzung und auch antwortend auf Ralf Peterkort, der ja da sehr aktiv ist mit den Fragen und mehrfach sozusagen aufwirft, okay, zunächst mal die Hypothese, dass man den Befall mit Borkenkäfern nur aufhalten kann, dadurch, dass man die Bäume einschlägt. Das wäre für mich so ein gutes Beispiel dafür, dass wir hier nicht evidenzbasiert vorgehen und dass wir vielleicht, weil wir nicht ordentlich die Daten uns anschauen, die räumlichen Daten, aber es ist eigentlich, glaube ich, gerade in Nordrhein-Westfalen, wo Herr Peterkort ja tätig ist, gut nachvollziehbar, dass es nicht gelungen ist, schlicht und einfach durch den Einschlag das zu gewährleisten. Im Gegenteil, die Lehre ist, wenn wir anfangen, diese Löcher größer und größer reinzuschlagen und die Erwärmung auftritt, kommen so Rückkopplungseffekte in Gang. Durch die Austrocknung des Bodens wird noch mehr Einstrahlungswärme, also Licht, umgewandelt direkt in Hitze. Es gibt keine latente Wärme, die sonst irgendwie im Wasser weggeparkt wird. Und das Ganze eskaliert und wir haben eine zusätzlichen Stress für die verbleibenden Forste. Und dann eskaliert das Ganze wirklich und es gibt so viele Förster und Försterinnen in Nordrhein-Westfalen gerade, die ja so ein bisschen als Erste betroffen waren, die sagen, also Borkenkäfer haben wir durch, das war vergebens, wir haben es nicht geschafft. Und so ist es jetzt auch in Rheinland-Pfalz und so geht es jetzt Wald für Wald. Im Harz muss man das ja eingestehen, es ist nicht geglückt. Und es will aber irgendwie jedes Gebiet für sich selbst das nochmal beweisen. Also wir lernen nicht aus den Erfahrungen. Jetzt ist irgendwann der Thüringer Wald dran und dann geht es nach Bayern und dann kommt der Schwarzwald dran und. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die wir systematischer nutzen könnten. Warum nutzen wir dann die Evidenz nicht? Und selbstverständlich, die Daten, die bedeuten, dass Boden feuchter bleibt, kühler, belebter und letztendlich auch das Wiederbewaldungspotenzial dann gegeben ist, wenn wir nicht die Flächen völlig versaut haben, und zwar oberirdisch und unterirdisch. Man könnte dazu sehr viel mehr sagen, aber es ist wirklich so ein Schlüsselthema, wo ich denke, es braucht wirklich auch einen Mechanismus in Deutschland, dass wir systematischer lernen, auch aus wissenschaftlichen Befunden und auch wirklich nicht immer mit Mythen argumentieren, die wiederholt werden. Dankeschön. Ja, dankeschön, Pierre. Jetzt haben wir, glaube ich, zum selben Thema Matthias noch aus Österreich. Ja, danke. Ja, ganz kurz auch zum Thema, warum in Österreich da keine Umweltschutzprüfungen gemacht werden. Also da geht es um die Naturverträglichkeitsprüfung nach Natura 2000. Naturschutz ist in Österreich Sache der Bundesländer. Es gibt kein bundeseinheitliches Naturschutzgesetz und wir haben 9 Landesgesetze und die sind unterschiedlich begeistert, sich dem Thema Naturschutz zuzuwenden. Und es gibt manche Bundesländer, die gerade, wenn es um forstliche Maßnahmen geht, hier überhaupt keine Lust haben, EU-Recht wirklich anzuwenden. Dazu kommt noch das Problem, dass es oft die Forstsachverständigen und die Forstbehörden sind, die hier Natura 2000-Verfahren abwickeln.
Und es gibt in Österreich ein neues Forstgesetz, wo sich zumindest jetzt einmal der Hinweis auf die Klima- und Biodiversitätskrise ein bisschen drin findet. Das war offensichtlich war das eine lange und zähe Verhandlung zwischen den Konservativen und den Grünen in der Regierung. Und da findet sich jetzt der Hinweis, dass vor forstlichen Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten und anderen Schutzgebieten, also nur in Schutzgebieten, die Naturschutzbehörden auch anzuhören sind. Also das war bisher im Gesetz nicht vorgesehen. Ja. Wir sind da ein bisschen hinten nach. Dann kam noch die Frage kurz auch, wie denn das ist mit den Fichten und im Gebirge, weil ich die Bilder gezeigt habe, ja, die Kalamitäten gehen auch in die Hochlagen hinauf. Allerdings ist der eindeutige Schwerpunkt jetzt nicht in den naturnahen Beständen nahe der Baumgrenze, sondern in den gleichaltrigen Flächen, die nach Kahlschlägen aufgeforstet wurden oder naturverjüngt haben, in den tieferen Lagen. Die gleichaltrigen Fichtenbestände, die brechen jetzt zusammen. Und das ist sozusagen jetzt nicht nur der Klimaerhitzung geschuldet, dass sich das so rasant ausbreitet. Wir hatten auch schon massive Sturmschäden, die natürlich auch in gleichaltrige Fichtenkulturen stärkere Impacts haben als in einem ungleichaltrigen, naturnahen und durchmischten Wald, wo es dann auch vielleicht Lärchen und Zirben und Tannen im Wald gibt und nicht nur reine Fichten. Also das ist hier sicherlich auch nicht nur eine Klima-, sondern auch ein bisschen eine Forstkrise, die hier hineinspielt. Ja, schön. Ich will ein weiteres Thema aufgreifen. Nach dem Motto, immer muss alles der Wald leisten, muss die Gesellschaft nicht viel mehr Klimaschutz leisten, statt dem Wald und den Waldbesitzern alles aufzubürden? Diese Frage wurde hier auch mehrfach geliked. Martin, dazu? Du musst... Die Frage kommt ja auch immer bei der Landwirtschaft, muss die Land- und Forstwirtschaft jetzt alles leisten, was die Gesellschaft insgesamt nicht schafft? Natürlich ist es ganz klar, wenn wir es nicht schaffen, die fossilen Energien wirklich ja bis zum Jahr 2040 zu beenden, dann werden auch die besten Wälder uns nichts nützen. Und das wären auch so Programme, wie Timmermans mal gesagt hat, wir müssen nur 3 Milliarden Bäume pflanzen und dann kann man unsere Klimabilanz auffrischen. Das bringt alles nichts. Also ganz klar, wird keine Ablenkungsdiskussion. Wir müssen wegkommen von den fossilen Verbrennungen. Das ist gar keine Diskussion. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann sagen können, den Wald lassen wir mal außen vor, weil wir haben ihn ja eingepreist in LULUCF. Also wir haben ihn ja sozusagen als Carbon-Sinke eingepreist. Und wir rechnen uns die Bilanzen schön im Moment. Das ist ja wirklich so, dass wir noch Wälder und Deutschland ist ja auch schon längst nicht mehr, sind die Wälder ja keine CO2-Senken, sondern sind Emittenten, dass wir aber trotzdem immer noch quasi diese Anteile verkaufen und handeln, so als hätten wir in den letzten 10 Jahren keine Verantwortung, keine Veränderungen erreicht oder was heißt erreicht, ganz gravierende Veränderungen. Und deshalb sind wir in vielen Bereichen wirklich unheimlich naiv und blauäugig. Es war die Frage nach der Klimakonferenz, die jetzt in einem Golfstaat stattfindet, ob wir da was erreichen können. Ich fürchte, das wird nicht so ganz einfach sein, weil man setzt jetzt auch wieder ganz stark auf Erneuerbare. Das ist so ein, ja, ganz klar, aber was für Erneuerbare formuliert man nicht. Und wir haben einen CO2-Handel, wo jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait und andere sich in großen Stil Wälder in Afrika kaufen und die dann sagen, das ist jetzt unser, damit machen wir uns sozusagen grün, weil dafür können wir so und so viel mehr CO2 emittieren, aber wir schützen doch jetzt wie in Liberia die Wälder, ohne dass überhaupt die lokale Bevölkerung gefragt wird, ob sie diese Naturschutzprojekte denn überhaupt wollen. Also es ist dieses Freikaufen, dieser ganze CO2-Zertifikatehandel, der müsste wirklich sehr ernsthaft mal in Frage und überprüft werden. Ich finde, da ist unheimlich viel Greenwashing unterwegs. Und dann noch eine Frage war ja im Chat, schafft der Wolf das Problem mit dem überhöhten Wildbeständen? So lange haben wir nicht mehr Zeit. So viele Wölfe können wir gar nicht haben, weil wir haben bei uns aktuell, weil da vorhin die Bilder da waren, wir haben jetzt bei uns wieder aktuell ein Rudel mit 60 Hirschen vor der Haustür stehen.
Wie viele Wölfe braucht man, um das zu dezimieren? Also das wird nicht funktionieren, sondern die Jäger müssen ihrer Aufgabe gerecht werden, für angepasste Wildbestände zu arbeiten. Aber da kommen wir wieder genau an das Problem, dass wir keine Jagdaufsichtsbehörden haben, die das angehen wollen, dass da Jagdfreunde, Jagdfreunden unter die Arme greifen, aber bloß keiner was ändern will und man am Ende diese Weichstangen an der Wand hängen haben will. Also Gesetze sind gut, aber sie werden nicht umgesetzt. In Hessen ist es jetzt so, dass der neue Koalitionsvertrag von den Schwarzen und Roten, jetzt da steht drin, wir müssen die Rechte der Jäger stärken. Also nicht den Wald, sondern die Rechte der Jäger stärken. Also da falle ich dann wirklich vom Glauben ab. Auch wenn man einen Wirtschaftsminister in Bayern jetzt mit dem Schutz vom Wald und Wild beauftragt, da sieht man, dass wir noch viele Umsetzungsprobleme haben. Man kann ja nicht das was zu sagen, dass das wirklich in vielen Bereichen nicht nach vorne geht, sondern nach hinten geht, wenn wir uns mit dem Thema Wild und angepasste Wildbestände beschäftigen. Ja, vielen Dank, Martin. Niklas Wagner dazu direkt oder lassen wir das durch? Ja, ich kann nur kurz ergänzen, Jagdgesetznovelle steht nicht im Koalitionsvertrag. Und das liegt daran, dass man sich darauf in den Koalitionsverhandlungen nicht einigen konnte. Da gibt es eben sehr unterschiedliche Perspektiven. Eher die grüne Sicht, die Martin Häusling gerade schon dargestellt hat, die sozusagen dem Waldumbau und dessen Erfolg eine hohe Priorität einräumt, und eben auf der anderen Seite eher, sage ich jetzt mal, von Seiten der FDP eine traditionellere Sichtweise auf die Hege des Wildes, wo man dann manchmal auch das Gefühl hat, hier dient der Wald nur als Kulisse. Und dennoch gibt es im BMEL einen Dialog zwischen der Jägerschaft und der Forstwirtschaft, moderiert vom Landwirtschaftsministerium. Dieser Dialog läuft noch und dem wollen wir jetzt auch nichts vorwegnehmen. Und da sind wir gespannt. Es gab jetzt erste Anzeichen, dass der Anfang kommenden Jahres vielleicht mal erste Ergebnisse mal veröffentlicht und dargestellt werden. Dann haben wir da einen Grund, nochmal gemeinsam drüber zu diskutieren. Aber von Seiten der Koalition haben wir da gerade bundespolitisch keinen Arbeitsauftrag verfolgen, aber mit Spannung natürlich das, was in den Ländern an Jagdgesetznovellen gerade diskutiert wird. Ja, vielen Dank. Im Hintergrund haben wir gerade geklärt, dass wir die Präsentation alle auf die Webseite von Martin Häusling stellen werden. Da sind sie dann spätestens morgen herunterzuladen. Also das Thema haben wir gelöst. Lohnt sich immer, da mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Wir haben noch weitere Fragen, noch etwa 7 Minuten. Vielleicht gehen wir ein auf die Frage Windkraft und Wald. Ein viel diskutiertes Thema. Vielleicht können wir dazu eine Stellungnahme bekommen. Was heißt, wie sollen wir das machen mit der Windkraft und dem Wald? Ein Zankapfel. Wer mag diese heiße Kartoffel in die Hand nehmen? Martin. Und Pierre dann anschließend. Ja, es ist wirklich eine heiße Kartoffel. Wir haben ja in Hessen 2% der Fläche ausgewiesen als Vorrangflächen für Wind. Da gibt es heftige Kontroversen drum, aber wenn wir den Wald nicht nutzen und wir können ja schlecht in die Täler die Windkraftanlagen stellen, dann erreichen wir die Vorgaben nicht. Es sind große Flächen ausgenommen, die FFH-Gebiete sind ausgenommen, aber wir müssen uns auch der Diskussion stellen. Natürlich, wie gesagt, wir können nicht die ganze fossile Energie jetzt durch alternative Energie ersetzen. Wir müssen auch mal ernsthaft wieder über Klima, über Sparen, über Effizienz reden. Das macht ja kein Mensch mehr heutzutage. Das ist ein Thema, aber bei mir in der Gegend, ich komme ja aus Nordhessen, manch einer wird sich noch um den Konflikt, das war ja kurz eingespielt bei Lara, bei Jana, die A49, da hat man so viele hunderte von Hektar Wald gerodet für diese unsinnigste Autobahn Deutschlands. Also das, wenn ich dagegen rechne, die 10, 12 Standorte, die wir bei uns in der Gegend für Windkraftanlagen haben, dann ist es wirklich, gerade im Straßenbau, was immer noch so passiert, wirklich nicht mehr zu rechtfertigen. Aber ich weiß, die kritische Diskussion müssen wir haben, wir müssen uns jeden Standort angucken, aber leider kommen wir bei uns nicht drum herum, auch Windkraft im Wald zu bauen.
Ich weiß, dass Pierre da eine andere Meinung hat, aber es kam, wir können nicht den ganzen Strom am Ende nur den Schleswig-Holsteinern aufzwingen und bei uns machen wir dann halt nichts, weil wir den Wald erhalten wollen. Ich glaube, das geht auch nicht. Dann lassen wir den Pierre nochmal zu Wort kommen. Ja, ich habe da eine Meinung, aber vor allem habe ich Fragen. Ne? Einfach, ob das richtig ist, was gerade passiert, vor allem im Kontext dann einer enthemmten Planungsregelung, also mit der Planungsbeschleunigung, dass einfach Fakten geschaffen werden. Und während wir hier reden, werden zum Beispiel in Hessen im Reinhardswald ja da diese Buchenwälder gefällt. Ja, das habe ich mir angeschaut. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Das sind halt nicht nur Kalamitätsflächen. Da werden neue Wege gezogen durch alte Buchenwälder, die eigentlich geschützt waren. Und wo ich mich frage, ob das etwas ist, was zusammenpasst zu allem, was wir sonst so propagieren. Und dann schaue ich mir halt mit landschaftsökologischen Methoden an, was das macht im Wald und wo wir natürlich erkennen, ja, das ist eine zusätzliche Fragmentierung. Wir sehen die Erhöhung der Temperaturen in diesen stärker fragmentierten und aufgelösten Waldlandschaften. Und das ist nichts, was dem Wald hilft. Ja, und das wird auch lange so fortwirken. Das wird auch diese Wiederbewaldung hemmen. Und da frage ich halt, gibt es wirklich keine Alternativen? Denn sicher ist es so, wir müssen vor allem Klimaschutz betreiben, vor allem durch das Runterbringen der fossilen Emissionen. Da brauchen wir wirklich nicht diskutieren. Aber zu den Fragen gehört auch, ja, können wir nicht kleinere Windanlagen, die weniger effizient sind, dann doch noch in anderen Situationen unterbringen, da wo einfach Landschaft schon stark gestört ist, entlang von Autobahnen und so weiter. Warum müssen es die ganz großen Anlagen sein, die dann auf den Kuppen stehen? Wir haben dafür jetzt keine Zeit, scheinbar. Wir nehmen uns dafür keine Zeit. Es werden jetzt Fakten geschaffen, die werden dem Wald nicht gut tun und den letzten unzerschnittenen Waldlandschaften tatsächlich jetzt zu Leibe rücken. Und das ist bedauerlich, wenn wir dann in ein paar Jahren sagen, jetzt haben wir noch andere Technologien, jetzt wissen wir auch, wie wir mit Solarenergie auf Autobahnen und sonst wie noch sozusagen Lücken schließen und bessere Speicherung. Und insofern plädiere ich dafür, dass wir nicht alternativlos davor gehen und ja, wirklich auch nicht, ja, zum Beispiel sagen, wenn der Wald schon tot ist, dann kann man da auf den Flächen machen, was man will. Ne? Das ist ein Argument, was jetzt kommt in Bezug auf die Kalamitätsflächen. Die breiten sich aus. Da wird jetzt sehr, sehr viel Ungutes passieren. Und das Interesse der Waldeigentümer ist gigantisch, weil die können plötzlich mit Waldflächen Geld verdienen in einem Ausmaß, wie es früher nicht möglich war mit Holz. Ja, danke schön, Pierre. Ich sehe noch den Niklas Wagener. Das ist die letzte Meldung, die ich reinnehme. Dann kommen wir zum Schluss. Bitte schön. Ja, danke für die Möglichkeit. Ich wollte noch mal einhaken. Natürlich, lieber Professor Ibisch, das jetzt schön zu reden oder so zu tun, als wäre das alles kein Problem, ist falsch. Und Sie haben ja aber auch selber schon dargestellt, wir müssen jetzt schnell vorgehen, um überhaupt beim Klimaschutz noch halbwegs voranzukommen, um letztlich auch unserem Wald am Ende aus der Patsche zu helfen. Und deswegen können wir eben nicht noch warten, bis wir vielleicht mal irgendeine andere tolle Technologie haben, die uns dann rettet, sondern müssen jetzt handeln. Und ich selber bin auch durch mein kommunales Stadtratsmandat noch im regionalen Planungsausschuss. Der Freistaat Bayern hat die Aufgabe der Ausweisung der Windvorrangflächen an die regionalen Planungsverbände delegiert. Und da sitzen wir jetzt kleinräumig zusammen und diskutieren über die Vorrangflächen mit der Regierung und haben ganz klar den Auftrag formuliert, nur dort Vorrangflächen auszuweisen, wo wir schon Wegeinfrastruktur haben, dass man dafür dann eben keine neue quer durch den Wald schlagen muss und dass eben auch geprüft werden muss, wie man die so zusammensetzt, auch zueinander, dass man dann eben möglichst wenig im Wald kaputt macht. Es macht es nicht schön. Da sind wir völlig einer Meinung. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig ist, dass wir jetzt da in dem Bereich auch handeln. Und was die Narbenhöhe angeht, ja, das wäre schön, auf kleinere Windräder an mancher Stelle zu setzen. Aber durch das Handeln der Regierungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten dran waren, haben wir ja massive Kompetenzen
an Windkraftindustrie verloren und heute haben wir eben auch nur einen bestimmten Zugriff auf bestimmte Windradhersteller, die nur bestimmte Nabenhöhen produzieren und die werden eben immer gerade höher und höher, weil das entsprechend profitabel ist. Da können wir leider nicht oft nicht sagen, ja, wir wünschen uns jetzt ein kleineres Windrad, weil die gibt es dann einfach in dem Moment nicht auf dem Markt und wir müssen ja jetzt zügig handeln. Also ja, es macht es nicht schöner und das sollte man auch nicht schön reden. Ich glaube, wir müssen gucken, wie wir es im besten Sinne verträglich mit dem Wald und der heutigen Infrastruktur machen und da natürlich die Belange des Naturschutzes priorisieren. Aber wir müssen es am Ende machen. Da kommen wir nicht drum rum, Windkraft auch im Wald zu realisieren. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Wagner. Nun sind wir doch bei technischen Fragen fast gelandet. Ich will es vor der Übergabe an Martin Häusling für das Schlusswort noch kurz herausziehen, was Heinz Kowalski gesagt hat. Das ist ein Funken Hoffnung. Der spricht davon, was an natürlicher Wiederbewaldung mit vielen Baumarten möglich ist. Das kann man sich anschauen im Bergischen Land, im Oberbergischen Kreis. Und das steht klar dem entgegen, was viele Förster sagen. Wo Fichte stand, da kommt auch nur wieder Fichte hin. Also ein Anschauungsbeispiel. Ich ermuntere alle TeilnehmerInnen, sich das mal anzuschauen vor Ort. Danke, Heinz, für diesen Hinweis. Und damit für das Schlusswort an Martin Häusling. Ja, ich fasse die nächsten 20 Minuten nochmal alles zusammen. Nein, keine Angst. Ich denke, wir haben eine sehr lebendige Diskussion gehabt und wir haben diesmal keine Waldbesitzer dabei gehabt, aber das ist auch mit Sicherheit nicht die letzte Veranstaltung, die wir zu dem Thema gemacht haben. Was ich gelernt habe auf unserer Tagung, die nun schon zweimal stattgefunden hat, es ist dringend nötig, dass dieser gesellschaftliche Dialog zwischen Positionen von Umweltverbänden, auch von Pierre und anderen sozusagen auch da ankommen, die sich bisher immer eine Diskussion weitestgehend entzogen haben, nämlich bei den Waldbesitzern und den, die die Waldbewirtschaftung betreiben, auch den Förstern, dass wir diesen Dialog hinbekommen, denn nur gemeinsam können wir ja das angehen, das Thema, wenn wir die Waldbesitzer nicht mitnehmen, ist alles nichts wert. Und deshalb ist es halt dringend, auch den Dialog mit den Waldbesitzern zu suchen. Niklas hat vorhin gesagt, wir müssen denen natürlich auch eine Perspektive bieten für die Zukunft, wenn der Holzverkauf nicht mehr möglich ist. Und wenn die Jahre überbrückt werden müssen, dann müssen sie halt auf Umweltleistungen auch ihr Geld verdienen, ähnlich wie wir es ja auch in der Landwirtschaft machen wollen. Da muss es andere Einkommensquellen geben oder Trinkwasserschutz. All diese Systemfunktionen des Waldes, die muss dann auch die Gesellschaft bereit sein, auch zu zahlen. Und nochmal, die Gesellschaft ist auch in der Verantwortung, die kann jetzt nicht sagen, das sollen die mal machen, die im Wald bewirtschaften und die Förster und was ich was, sondern es muss in jeder Gemeinde, in jedem Bundesland, muss es die Diskussion geben, weil der größte Waldbesitzer in Deutschland ist halt der Staat oder die Länder oder die Kommunen. Die sind jetzt besonders gefordert in der Verantwortung, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Wir machen jetzt noch ein gemeinsames Bildchen, also es müssen noch mal alle schön freundlich gucken jetzt und hoffe, wir können die Diskussion fortsetzen. Ob wir das nächstes Jahr ins Westen wieder machen können, hängt davon ab, wie gut mein Listenplatz wird. Kleiner Scherz am Rand. Und dass wir dann auch gucken, dass wir diesen Dialog fortsetzen und ja, es tut sich was, jedenfalls bei mir in der Gemeinde tut sich was mittlerweile. Das ist auch ein positiver Effekt, obwohl man jahrelang gescholten wurde. Man wäre da so jemand, der alles schlecht reden würde. Nein, es tut sich was und das stimmt mich auch ganz hoffnungsfroh. Jetzt machen wir nochmal ein schönes Bild und dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Danke an alle vor den Kameras und alle Teilnehmenden vor den Bildschirmen. Und wir sammeln auch die Dankeschön, schönen Abend an alle.